fest. Pendel ist schon ab. So. Und? Hui! Das hat er aus dem Handy gezogen. So, jetzt gehen wir noch mal kurz hier drauf im Hintergrund. Wo sind sie? Da kommen noch welche. Und wir fahren genau auf Weilburg zu. Mal gucken, ob ich den noch umdrehen kann. So. Ja, guck mal hier, Kirchturmspitze. Juhu! Juhu! Hallo! Juhu! Hallihallo! So, ja, Weilburg live. Vier Ballone über Weilburg und ich bin eben so 10 Meter am Kirchturm vorbeigefahren in der Kirchturmspitzenhöhe. Leute, es war geil eben. Das war wirklich geil eben. Das habe ich jetzt in 23 Jahren auch noch nicht so gehabt. Einmal am Hessentag, ja, bisschen in der Nähe. Aber das war jetzt wirklich richtig geil. Leute, ein Erlebnis hoch drei. Ja, wir haben eine Teamfahrt heute. Vielleicht ist es meine letzte, ich weiß es noch nicht ganz. Mal gucken. Aber es ist einfach nur affengeil, was heute Abend hier los war. Oder los ist. Wir sind ja erst vor 12, 13 Minuten gestartet. Und ich nehme euch noch mal mit rum. Wir sind ein bisschen am Steigen jetzt. Und der Markus, die Julia und der Olli. Ganz im Hintergrund ist noch der Harald mit dem Laguna am Horizont hinten. Und ja, Schauer sind keine runtergekommen, ziehen an uns vorbei. Und wir haben es genutzt und haben eine traumhafte Fahrt jetzt vor uns noch. Und vor allen Dingen genau über den Residenzmarkt in Weilburg. Einfach nur geil. Michi, guckst du?
Ja, Benedikt, Frank, alles Gute heute Abend euch, ja, beim Zuschauen. Und ja, guckt noch einmal da raus, was das war heute. Einfach jetzt genial. So tief und so dicht über die Stadt. Ich bin einfach nur noch geflasht. Muss es so sagen, das war wirklich klasse heute. Ja, wir gucken mal, wo wir hinfahren, wie weit wir fahren. Ist ja wurscht egal heute. Und dann machen wir jetzt mal eine ganz entspannte Fahrt und euch einen schönen Abend. Jürgen, grüß dich nach Hirschhausen. Ich habe gedacht, wir kommen heute darüber, aber wir fahren in die andere Richtung. Alles klar, das war's heute aus dem Rotenergieballon. Macht's gut, tschüss. So, also ich muss noch mal live gehen, Leute. Denn das, was wir jetzt erleben, habe ich so auch noch nicht erlebt, vor allen Dingen hier in Weilburg. Ich schalte mal um und gehe mal runter. Wir sind jetzt gerade über Weilburg weggefahren, waren schon fast in Odersbach. Und jetzt gehe ich mal hier runter. Und Leute, wir fahren genau rückwärts und fahren wieder über Weilburg. Es ist einfach nur affengeil, was jetzt passiert, Leute. Ich muss noch mal heizen. Ja, in Albuquerque hat ja gestern das größte Ballonfestival der Welt begonnen. Und da gibt es regelmäßig eine Albuquerque-Box. Das heißt, am Boden in die eine Richtung, oben hoch, entgegengesetzt fahren und wieder runter. Und das Gleiche haben wir heute Abend auch. Guten Abend, Sascha. Du erlebst gerade was Historisches bei mir heute Abend. Ja. Wir sind zum zweiten Mal über der Stadt jetzt. Und wir fahren jetzt in der Höhe über die Stadt. Gehen dann wieder tiefer und dann gucken wir mal, ob wir das dritte Mal drüber kommen. Wir versuchen alles. Ja, so. So, jetzt zum dritten Mal. Es geht wieder über die Stadt. Wir sind hier beim Hallenbad, etwas links wie vorher, aber genau hier unten über das Landtor drüber. Und da oben in der Stadt ist noch Betrieb, Residenzmarkt heute. Und ja. Hier unten fährt der Waldtalbus, ist übrigens eine Erfindung von mir. Dann habe ich mal eine Wege geleitet vor vielen, vielen Jahren. Und hier unter uns haben wir jetzt die drei Tunnel von Weilburg. Guckt mal hier. 1, 2, 3 Tunnel Weilburg. Wir fahren wieder tief über die Stadt. Ja, ihr seht mein Strahlen im Gesicht. Schöner kann eigentlich ein Abschluss nach 23 Jahren nicht sein, Leute. Es ist einfach nur affengeil, ich muss es wirklich so sagen. So, aber wir gucken noch mal da runter. Da ist noch Leben in der Stadt. Und die anderen Ballone kommen auch hinterher. Hier oben die Julia und der Markus. Der Olli ist ein bisschen in die andere Richtung gefahren. Und hier haben wir wieder das Schloss und hier vorne das Landtor von Weilburg und Karussell hier unten. Ja, es ist noch ein bisschen Leben. Prima. So, das war's zum dritten Mal aus Weilburg. Dreimal die Stadt überquert und das war's für heute erstmal. Macht's gut.
Ute, hört ihr uns? Landung Weilburg, Start Weilburg, viermal über die Stadt Weilburg. Alles gut.